einen tiefen Kotau vor dem Geld auf diesem Planeten. Wer sich vor etwas verneigt, verleiht dem so Verehrten erst Macht. Und diese Macht ist umso mächtiger, je weniger man sich der Geisteshaltung des Sich-Verneigens überhaupt bewusst ist. Und je mehr, und darin liegt die List der Herrschaft des Geldes, sich das Herrschende in ein Begehrtes verwandelt.